Als ich heute Morgen zum Brötchenholen aus der Wohnungstür trat, sah ich bei meinen Nachbarn gegenüber ein paar Schuhe vor der verschlossenen Haustür stehen. Sie standen einfach da, ganz allein und vor allem ganz leer. Heute ist doch der 6. Dezember, Nikolaus. Der Tag, an dem im Adventskalender das zweitgrößte Päckchen zu finden ist. Und vor der Haustür? Schuhe gefüllt mit Mandarinen, Nüssen und Süßigkeiten. Jetzt könnte man ja hoffen, vielleicht ist der Nikolaus noch unterwegs und kommt erst später an unserer Straße vorbei, um die Schuhe meiner Nachbarn zu füllen. Es ist aber so, dass ich mich nicht gerade früh an einem Sonntag zum Brötchenholen auf den Weg mache. Möglicherweise schafft es der Nikolaus auch nicht, all die Stufen zu meinen Nachbarn hochzulaufen. Wir wohnen im 3. Stock und er ist ja nun wirklich nicht mehr der Jüngste. Meine Nachbarn bewundere ich sehr für ihre Kraft, jeden Tag die vielen Stufen rauf und runter zu laufen. Sie sind ein älteres Ehepaar und haben zudem noch einen großen, aber sehr altersschwachen Hund, der ja trotzdem jeden Tag raus muss. Schon am ersten Tag, als mein Mann und ich in unsere Wohnung eingezogen sind, trafen wir beim Kistenhochschleppen unsere Nachbarin mit Hund im Treppenhaus. Auf dem Weg nach oben kamen wir gleich über die mühsamen 3 Stockwerke ins Gespräch. Da erzählte sie mir von den vielen Jahren, die sie und ihr Mann schon in der Wohnung im 3. Stock wohnen. Von der Zeit, als sie als junge Frau noch ihre Zwillinge täglich hoch und auch runtertragen musste. Eine Sache ist da noch. Es ist doch so, dass nur die braven Menschen etwas vom Nikolaus bekommen. Leider höre ich meine Nachbarn ziemlich oft streiten. Das kann man immer durch die Wände hören. Und da sind auch ziemlich oft Sätze dabei, die gar nicht nett sind. An all das musste ich also denken, als ich diese leeren Schuhe vor der Wohnungstür meiner Nachbarn anstarrte. Was nun? Nikolaushelferin werden und die Schuhe füllen? Oder waren die Nachbarn einfach nicht brav genug mit ihrem ganzen Gestreite und sollten deshalb leer ausgehen? Ist doch für mich schwierig zu beurteilen, so gut kenne ich meine Nachbarn gar nicht. Das Mitleid gegenüber den leeren Schuhen hat dann aber doch gesiegt. Also wieder zurück in die Wohnung. Süßigkeiten-Schublade aufgezogen. Na, da musste wohl mal wieder eingekauft werden. Aber ein wenig war noch da. Mandarinen gegriffen, Schuhe gefüllt. Waren ein Glück nur ganz flache Halbschuhe. Die sehen schon bei wenig Inhalt gut gefüllt aus. Tja, und dann schnell die Treppe herunter zum Bäcker. Eine Nikolaushelferin will schließlich nicht erwischt werden. Ich freue mich schon darauf, wie meine Nachbarn auf den Nikolausbesuch reagieren werden. Vielleicht sollte ich auch mal aus Versehen meine Schuhe draußen vor der Wohnungstür stehen lassen. Hoffentlich ist der Nikolaus bei Ihnen zu Hause vorbeigekommen. Und falls nicht, gehen Sie doch auch mal durch Ihr Treppenhaus und greifen dem Nikolaus unter die Arme. Ich wünsche Ihnen einen schönen 2. Advent. Lasst uns froh.